diesem Jahr ist es uns ein besonderes Vergnügen, dass wir ausgerechnet beim größten Aussteller hier auf der Embedded World ein Interview führen dürfen. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Also, Spaß zur Seite. Wir sind bei IAR Systems und würden gerne wissen von Thomas Winkler, was gibt es bei IAR dieses Jahr zu sehen? Ja, um den Ball aufzunehmen, wir sind tatsächlich einer der größten Aussteller, wenn es in den Bereich Embedded Tools kommt. Wir haben Compiler für nahezu jede Embedded Architecture, die in diesem Markt relevant ist. Und dieses Jahr sind wir ganz besonders froh, Dinge zeigen zu können, wie eine Eclipse-Integration, die sehr neu ist im Deeply Embedded-Markt. Wir stellen den RL78 vor. Wir erzählen Journalisten einige Veränderungen über unsere Firma, die im April stattfinden werden. Und ganz klar das ARM-Angebot. Wir sind der größte Anbieter für ARM-Compiler, ARM-Tools im Markt. Und die stellen wir ganz klar in den Mittelpunkt dieses Jahr auf der Messe. Sie geben hier auch Vorträge oder es gibt hier im Halbstundentakt, gibt es hier Kurzvorträge bei Ihnen am Stand? Ja, also wir haben ein Schwerpunktprogramm. Es sind keine Vorträge, wo wir 20 Leute um uns gruppieren, sondern wir haben ein Programm announced zu unseren Kunden, zu Schwerpunktthemen, wo sich dann kleine Gruppen eintreffen und wo wir dann Themen sehr spezifisch im Detail diskutieren mit Interessenten. Ist die Embedded World die richtige Plattform für Sie hier? Auf jeden Fall. Die Embedded World ist sicherlich die Kernmesse in unserem Markt. Es sind eigentlich zwei Events, die wir in Deutschland aktiv betreiben. Das ist die Embedded World als das größte Event und der ESE-Kongress, auf dem wir dann sehr spezifisch zum Thema Embedded Software zugange sind. Aber die Messe ist ganz klar der Treffpunkt der Branche hier. Können wir schon ein Fazit ziehen für den ersten Tag? Der erste Tag ist immer schwierig für ein Fazit. Wir hatten sehr, sehr gute Meetings. Die Besucher hier auf dem Stand waren sehr, sehr gut. Das Getummel in den Gängen war gut, aber ich denke, das wird morgen noch viel mehr werden. Aber bei uns auf dem Stand, wir hatten alle Hände voll zu tun. Alle FAEs waren komplett ausgebucht. Das war ein sehr guter Tag. Dann eine erfolgreiche Messe. Ja, vielen Dank.